2019 lernten wir auf der großen SRF-Doc-Expedition mit Hundeschlitten quer durch Lappland Silvia kennen. Sie war als Teilnehmerin dabei. Für die damals 46-Jährige ging damit ein fast unerreichbarer Traum in Erfüllung. Denn 4 Jahre zuvor erhielt sie die Diagnose Parkinson. Allen Widrigkeiten zum Trotz zog sie die 5-tägige Tour durch, bei teils 30 Grad minus. Dank Medikamenten und vor allem ihrem starken Willen, der uns tief beeindruckte. Wenn man will, kann man alles. Auch mit meiner Krankheit bin ich stolz. Viele andere können das auch, wenn sie sich trauen. Man muss sich einfach trauen und Mut haben. Mut, das hatte ich, glaube ich, jetzt hier, aber super. Schön. Ja, es gibt mir immer wieder Kraft. Und wenn ich denke, wenn ich wieder am Morgen nicht aufstehen kann, weil ich steif bin, denke ich, komm, hey, du bist den Hocker abgefahren. Also, jetzt, hallo. Jetzt machst du das auch. Wir wollten sie weiter begleiten. Ein Jahr später ist vieles anders im Leben von Silvia. Ich bin schlechter Zeug. Ich muss etwa drei, vier Stunden Tabletten nehmen. Das Dopamin, um den Dopaminspiegel wieder zu lüpfen. Sonst gehe ich in ein Off rein. Und die Offs, die sind dann am ganz mühsam. Verkrampfte Hand, eben Gesichtszüge, die dann nicht mehr so emotional wirken. Wo mir die Leute darauf anhauen, du, geht es dir nicht gut heute? Verstiefungen, Verlangsamung im Reden oder auch die Stimme, die dann plötzlich leisiger wird und versagt. Oder auch plötzlich Wörter, die ich einfach nicht mehr in Sinn kommen. Einfach so kognitive Sachen, die jetzt doch auch kommen. Was ist das? Das ist mein Medialarm. Mittlerweile erinnere ich mich erinnern, weil ich es schwer vergessen, Medikamente zu nehmen. Drei Stunden meistens. Auch 3 Stunden. Parkinson ist eine degenerative Nervenkrankheit, die nicht heilbar ist, die für Silvia immer weniger möglich macht. Sie benötigt immer mehr Medikamente, um den Botenstoff Dopamin, der im Hirn nicht mehr produziert wird, zu ersetzen. Silvia ist inzwischen am Limit mit den Tabletten, welche die Schmerzen und Symptome unterdrücken. Das ist da meine Medikamentenkiste. Da kann ich da einfach für jeden Tag auch ein Eis richten. Da muss ich eins am Morgen, eins am 11, eins um 1:30. Der Eis am 4:30, der Eis am 7, oh je, und der Eis am auf Nacht um 10 noch. Genau. 1, 2. Ja, das sollte länger. Doch ab einem gewissen Zeitpunkt wirken auch diese Medikamente nicht mehr. Das ist so die Phase, wo sie dann sagen, die Ärzte, eben, musst vielleicht doch langsam an eine Alternativlösung denken. Was in meinem Fall jetzt die THS ist, die Tiefenhirnstimulation. Die tiefe Hirnstimulation ist eine Operation, bei der Silvia 2 Sonden ins Hirn operiert würden. Diese normalisieren über Stromimpulse die Funktion in den Hirnregionen, in denen die Krankheit Parkinson entsteht. Ich bin hier wieder ausgerüstet für ein Zeit. Und jetzt habe ich auch Überbewegungen. Jetzt sieht man das am Bein. Das ist eben nicht das Zittern, sondern das sind dann Überbewegungen, die ich nicht im Griff habe. Die muss ich jetzt noch lernen, ein bisschen im Griff rüberzukommen. Und das schießt mich an, weil das jetzt sieht man es. Jetzt sieht man, irgendetwas ist nicht gut. Silvia ist seit 17 Jahren in einer Beziehung. Sie reiste viel,
tauchte und nahm sogar an einem Gigathlon teil. Diese Energie und den Willen hat sie nicht verloren. Als bei ihr mit 42 Jahren Parkinson diagnostiziert wurde, hat sie unter dem Namen Move for YPD eine Selbsthilfegruppe für junge Parkinson-Erkrankte gegründet. Heute treffen sie sich zum ersten Tischtennistraining. Ihr Ziel? Nächstes Jahr wollen sie an den Parkinson-Tischtennis-Weltmeisterschaften in Berlin teilnehmen. Mittlerweile sind wir ist der Verein. Zuerst war es eine Selbsthilfegruppe. Aber wir wollen es nicht so nennen. Darum heissen wir Move for Young PD, das heisst Move, Bewegung für junge Parkinson-Disease-Menschen. Herzlich willkommen und ich freue mich mega, sind zu viel gekommen. Wirklich, danke vielmals, dass ihr den Weg gefunden habt. Und wir haben heute eigentlich das Meet for Parkinson, wo wir auch drei Monate einen Anlass machen. Und das erste Training von der schweizerischen Parkinson-Tischtennis-Nationalmannschaft. Einmal im Monat gibt es einen Monatshack, wo die Leute per Skype sich einschalten können oder physisch kommen. Und so ist immer so ein bisschen Austausch untereinander. Und sind wir so fast ein bisschen wie eine kleine Familie. Wir kennen sich auch voneinander. Es ist eine Familie mit inzwischen 70 Mitgliedern. Tendenz steigend. Betroffene sind Menschen mitten im Leben, von einer Krankheit, die in der Gesellschaft immer noch als Alterskrankheit wahrgenommen wird. Ein weiteres Ziel ihres Vereins ist es, dieses Bild der Alterskrankheit in der Öffentlichkeit zu korrigieren und Parkinson ein Gesicht zu geben, meint Silvia. Wie ehrgeizig bist du im Sport? Sehr. Sehr was? Sehr ehrgeizig. Wenn es mich packt, will ich das Ziel erreichen, wenn möglich. Und dann wird ja auch fast ein bisschen aggressiv, manchmal. Genau, beide vorne. Gut. 6 Monate später treffen wir sie wieder. Inzwischen ist bei Silvia der Parki, wie sie ihn nennt, so weit fortgeschritten, dass sie nur noch 40% arbeiten kann. Als Software-Testerin. Am Anfang der Krankheit waren es 80%. Das ist gut gegangen. Eben bis dann, etwa nach 3 Jahren nach der Diagnose, 4 Jahre nach der Diagnose, dann die ersten Preste gekommen sind, die halt dann ein stärker sind wieder am Anfang. Und dann konnte ich auch wirklich auf 50 runter können, auf 40% runter können. Und das hat einwandfrei geklappt mit dem HR und IV. Gut, dort musste ich 2-mal die Runde machen. Aber das hat wirklich super geklappt. Und ich bin dankbar und froh. Auch die Tabletten verlieren immer mehr ihre Wirkung. Silvia kämpft um ein möglichst normales Leben. Sie versucht, den Parkinson in die Schranken zu weisen, um aktiv zu bleiben. Manchmal mag ich zu oben gar nicht mehr, wenn es nicht mehr nützt. Aber heute ist gut, ich freue mich, dass ich Musik habe. Darum habe ich das Gefühl, ist glaub gut. Jetzt habe ich hier noch 2 gemacht. Eine zusätzlich für die Musik, die ich da mache. Ich noch zusätzlich nehme so einen Schnellwirker, damit ich dann sicher eine Stunde sicher durchhalten mag. Nach über einem Jahr Pause wegen Corona findet heute Abend die erste Probe ihrer Brassband statt. Musik ist das, was ich zuletzt aufgebe wegen der Krankheit. Also die mache ich, solange es irgendwie geht. Wenn ich nicht mehr mit den Fingern drücken kann, dann gehe ich auf die Posaune, weil dort muss man ziehen. Also es gibt auch dort schon Möglichkeiten, eine Lösung zu finden. Oder am Schluss den Balken. Ironie des Schicksals? Ausgerechnet bei den Musikproben wurden bei ihr vor 10 Jahren die ersten Symptome der Krankheit entdeckt. Mit den Fingern konnte ich die Läufe nicht mehr machen, so schnell.
oder Tonleiter ganz schnell spielen konnte ich nicht mehr, können, weil einfach die Finger nicht mehr runter sind, so wie sie hätten sollen. Und dann konnte ich einfach meine Stimme nicht mehr spielen. Und dann hat der Dirigent immer gesagt, du solltest ein bisschen mehr üben daheim. Und es ist einfach nicht gegangen, obwohl ich geübt habe daheim. Und dann konnte ich auch andere Zeug nicht mehr machen, wie Torwäsche und so weiter. Und eben, dann sind wir zum Neurologen und da ist dann eigentlich rausgekommen, dass in der rechten Hand. Und links kann ich eben nicht spielen. Ja, dass in der rechten Hand nicht mehr gegangen ist. Bis zur Diagnose Parkinson vergingen weitere 2 Jahre. Zuerst vermutete man eine körperliche Einschränkung. Als sich nichts änderte, wurden weitere neurologische Abklärungen gemacht. Erst dann auch auf Parkinson, da Silvia eigentlich zu jung sei für eine solche Diagnose. Ich wusste, mein Grossi hatte das auch, aber ein Alters-Parkinson. Und ich hasste aber nicht gehofft, dass es das ist. Ich habe gehofft, dass irgendetwas ist und man kann operationell da schnell da den Karpaltunnel auftun und schauen und dann ist das gut, oder? Und dann, wo sie mir gesagt hat, ja, ein Klappfaktor. Wirklich ein Klappfaktor. Ja. Von einem Moment auf den anderen war nichts mehr wie zuvor. Hi, Sally. Hi. Mhm. Auch für ihren Lebenspartner Thomas. So. Er war dabei, als die Diagnose Gewissheit wurde. Hör mal auf. Ja, gerne. Warst du im Spital draussen, das Alte, wo wir auf dem Bänkchen draussen waren? Mhm. Also, wir hatten eine Vermutung gehabt. Aber keinen konkreten Bescheid. Und für einen definitiven Bescheid musst du nachher zu der Ärztin müssen und ich habe draußen gewartet. Mhm. Dann sind wir auf dem Bänkli. Also das Bänkli kennen wir heute noch. Sind wir draußen gekocht und haben zusammen gebrüllt. Mhm. Ja. Aber der Entschluss, das so mitzunehmen, ist eigentlich, als wir aufgestanden sind vom Bänkli, glaube ich, schon gewesen. Ja. Dann ist das, was jetzt ist. Mhm. Ja. Und wir machen da das Beste draus. Also. Musst du ja nicht ändern. Nein. Musst du annehmen. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Mhm. Das ist, glaube ich, dem schon passiert. Mhm. Ja. Akzeptieren und weitergehen. Auch in der Beziehung. Intensiver ist sie geworden, habe ich das Gefühl. Mhm. Ruhiger? Oh. Ja. Ja. Ich will schon leben. Mhm. Mhm. Genießen, möglichst. Eigentlich. Eigentlich haben wir auf dem Bänkchen beschlossen vor dem Spital, ja, dass wir nie mehr streiten miteinander. Weil die Zeit und die Energie, die du aufwendest zum Streiten, kannst du andersweitig einsetzen. Und es gibt ja gar keinen Grund. Diskutieren, aber nicht streiten. Absolut, genau. Mhm. Also Kompromissbereitschaft soll da sein für das. Ja, wir finden auch immer irgendeinen Kompromiss für irgendetwas. Einen Monat später teilt uns Silvia mit, nun sei die Operation ihre letzte Chance. Mit ihrem Göttiburb ist sie unterwegs zum Unispital Zürich. Dort findet der sogenannte Levodopa-Test statt. Er zeigt, ob sie für die Operation in Frage kommt oder nicht. Seit gestern Abend durfte sie keine Medikamente mehr nehmen, um den Ist-Zustand der Krankheit möglichst unverfälscht zu sehen. Gestern hatte ich auch ein bisschen Angst gehabt. Was, wenn nicht? Aber das studiere ich jetzt gar nicht. Von dem her, die Anzeichen stehen auf gut. Und jetzt gehen wir gar nicht da durch. Was ist da durch? Das hier ist nicht nur für mich, sondern für alle. Kraft gibt dir in solchen Momenten der Song Der Weg von Herbert Grönemeyer in der Version des an Parkinson erkrankten Sängers Gunnar Saar.
Jahre vergehen. Ich kämpfe immer noch weiter. Etwas anderes geht nicht. Aufgeben ist keine Option. Ich werde nicht jammern. Dafür lebe ich zu gern. Jeden Tag wieder. Oh. Guten Tag, Parkinson. Ein wunderschönen so, Morgen. Ich hab's fast geschafft. Hallo, Frau Lerch. Geht's? Können Sie noch laufen? Das geht noch gut, aber die Krämpfe. Okay, treten Sie ein. Es ist ein bisschen gemein, wenn ich das so sage, aber ich freue mich, wenn es Ihnen heute Morgen schlecht geht, Frau Lerch. Weil es geht ja darum, in dem heutigen Test, dass wir den schlechten Zustand mit dem besten Zustand vergleichen. Mhm. Weil die Symptome, die auf Levodopa ansprechen, davon können Sie auch ausgehen, dass sich das dann verbessert unter der tiefen Hirnstimulation. Gut. Wie hoch würden Sie denn den Krampf im linken Fuß einschätzen? Von 0 bis 10. 0 ist kein Schmerz, 10 der schlimmst vorstellbare. 8. 8. Ich darf Sie jetzt bitten, mit der rechten Hand Daumen und Zeigefinger groß und schnell auf und zu tippen. Und mit links bitte. Jetzt bitte mit der rechten Hand die Faust groß und schnell auf und zu machen. Und mit links bitte. Und bitte nochmals mit rechts. Dankeschön. Es ist schon noch krass, wenn man sieht, wenn man im Off ist, was aus, wie man geht. Das kann ich gut verstehen. Es macht natürlich auch immer so bewusst, wie man von diesen Medikamenten abhängig ist. Wahnsinn. Nun kommt auch ihr behandelnder Arzt, Professor Baumann, dazu. So, wie geht's? Naja. Mittelprächtig. Mittelprächtig, ja, eben so. Das habe ich recht verstanden. Also, Sie finden, es geht Ihnen jetzt so schlecht, wie Sie es eigentlich sonst nicht kennen. Mhm. So schlimm ist es noch nie gewesen. Noch gar nie. Das ist der schlechteste Zustand überhaupt. Ja. Immerhin eine gute Nachricht haben wir, und das hat Ihnen ja Frau Löscher gesagt, das ist eigentlich genau das, was wir sehen wollen. Ja, genau. Weil wir wollen wirklich die böseste Seite von Parkinson, die schlechteste Seite sehen. Das haben wir jetzt, und jetzt wollen wir schauen, wie es Ihnen besser geht. Und jetzt würde ich sagen, jetzt warten wir nicht lange und geben das Medikament. Also, dann wünschen wir viel Glück. Danke. Schnelle Erholung und bis nachher. Ja, hoffentlich in einem anderen Zustand. Wir sind ziemlich sicher, dass das so sein wird. Silvia durchläuft noch einmal dieselben Tests wie zuvor. Nun aber unter Einfluss der Medikamente. Wie geht es Ihnen jetzt? Super wieder. Super, dann darf ich Sie jetzt bitten, mit der rechten Hand Daumen und Zeigefinger groß und schnell. Und das Gleiche bitte mit links. Sehr gut. Ich darf Sie bitten, mit der rechten Hand die Faust groß und schnell auf und zu machen. Und mit links bitte. Sehr gut. Gut, wunderbar. Ja, Sie haben das großartig gemacht, und es ist ein Riesenunterschied zwischen dem Off-Zustand am Morgen und dem On-Zustand jetzt heute nach der Medikation. Gut. Ganz eine andere Mimik. Jetzt sehen wir wieder die Lachfältchen. Genau. Ja, geht besser. Viel besser. Tag und Nacht. Ja.
Sie hat hervorragend, hervorragend profitiert. Damit haben Sie locker bestanden. Nein, das ist ein überdurchschnittlich gutes Ansprechen. Das hat Ihnen Frau Uhl sicher auch schon gesagt. Mhm. Und natürlich kann man nie etwas versprechen bei dieser Operation. Aber grundsätzlich gilt schon, je besser das jemand anspricht, in dem Test, desto mehr hat man auch die Chance, dass die Operation dann wirklich etwas bringt. Super, danke vielmals. Prima, danke Ihnen. Ja. Und Gratulation, sehr schön. Du forderst mein Leben so richtig durchschütteln. Und du versuchst es jeden Tag neu. Bis einer weint. Und dann reich ich dir ein Tempo. Hier sieh mal her, mich in meinem Leben erfreue. Die Operation ist ein Schritt, der für Silvia und Thomas mit viel Hoffnung verbunden ist. Dass man das erfüllte Leben eigentlich weiterführen kann, in einer Form, wo du weniger Schmerz hast, in einer Form, wo es dir ringen geht, wo es dir wohl ist dabei. Ich glaube, wir machen es heute schon gut und für uns richtig. Aber dass wir das noch lange so führen können. Ja. Ja, ja, auch spontan können sein und auch spontan mal in Naturhüttenfreunden laufen an einem Sonntag oder so Sachen machen, ohne dass ich am Ende nachher flach liege. Naturfreundenhütte. Naturfreundenhütte. Ja. Genau. Genau. Kann ich es nicht im Verkehr sagen? Ja. Shit. Ja, mach nicht. Ich kann es nämlich nie richtig sagen. Also, ja. Der große Tag. Silvia hat sich mental darauf vorbereitet und die Operation in Abschnitte eingeteilt. Wie damals die Hundeschlittentour in Lappland. Mit dabei Maskottchen Slushy. Das ist so ein Plan, wie du es machen kannst. Einfach, dass ich dort gehen kann. Mental, dass ich die Bilder vor Augen habe, wieder kann abrufen und sagen, hey, Dolly bringt mich ans Ziel. Dolly war mein Leithund. Ja, ein bisschen Angst natürlich schon auch. Aber ich will jetzt das, ich will jetzt da durch und ich will ein besseres Leben haben nachher. Silvia muss während der ganzen Operation wach sein, damit sie Rede und Antwort stehen kann. Zuerst werden am Kopf die Stellen gekennzeichnet, wo die Sonden ins Hirn eingepflanzt werden sollen. Das ist jetzt mühsam. Danach werden durch die Schädeldecke die Kanäle für die beiden Sonden gelegt. Bevor Professor Baumann als Neurologe dazukommt. Er begleitet die Operation. Genau. Grüezi, Frau Lerch. Guten Morgen. Geniessen Sie es? Ja. Geht das so? Es geht das so. Geht das so. Wie geht es Ihnen? Ja, müde bin ich. Sind Sie müde? Haben Sie nicht gut geschlafen? Nein. Ja. Ja. Wenn Sie mal gross auf und zu machen, Zeigefinger, Daumen, ganz gross und schnell. Auch hier werden vor der Operation wieder Funktionstests gemacht, damit kontrolliert werden kann, wie sich die Symptome unter der Stimulation verbessern. Ja, ja. Das wird zum Ping-Pong-Spielen nicht lange. Ja. Ja. Im Gegensatz zum Levodopa-Test werden es nun die Sonden sein, welche die Funktion im Gehirn normalisieren und nicht die Medikamente. Deshalb werden sie nun an eine Stelle im Hirn eingeführt, wo die Funktion bei Parkinson fehlerhaft ist. Millimeter um Millimeter tastet sich das Team heran. Minus 6,5. Auf einem Bildschirm werden die Signale der Hirnzellen von Silvia überwacht. Das ist die Ruhe vor dem Sturm. Das Rauschen zeigt, dass sich die Sonde in der angestrebten Hirnregion befindet. Target. Ja, das stimmt. So, Frau Lerch, Sie sind wie ein Anatomiebuch. Wir haben alles gesehen. Ehrlich. Ja, so Schritt für Schritt. Jetzt, gehen wir, jetzt sind wir am Ort, wo wir denken, dass es am besten ist mit der Sonde. Und dort können wir jetzt den Strom anstellen. Ja. Eins. Gehen wir nochmal da anschauen.
Prima, das geht ja schon schlägerla weg. Kennen Sie das Wort auch? Als Zürichdeutsch. So, jetzt können wir auf zwei gehen. Zwei. So, jetzt haben Sie das schon erreicht. Merken Sie das, was Sie mit den Medikamenten erreicht haben? Ja. Und gross auf und zu machen. Gross und schnell. Sehr, sehr schön, Frau Lerch. Mhm. Wunderbar. Dann geben wir noch ein bisschen mehr Strom. Drei. Ja. Drei. Super, Frau Lerch. Das sieht gut aus. Ja. Es ist schön, wenn das Fernsehen da ist, ja, und es wie im Bilderbuch aussieht. Das ist gut. Ja. Wunderbar. Wunderbar. Soll ich dann mal den Thomas anrufen? Mhm. Ja. Und was soll ich ihm sagen? Ist es gut gegangen? Mhm. Sehr gut gegangen. Das okay, gut. Also, ich bin gleich wieder da, okay? Also, sie macht es wirklich toll. Sie können extrem stolz auf sie sein. Das sind sie. Und sie sind auch jetzt erleichtert. Das sind Tränen der Erleichterung. Mhm. Ich soll Sie auch ganz, ganz lieb von ihr grüßen. Es ist alles sehr gut gegangen und jetzt machen wir nur die zweite Seite. Parallel dazu läuft dasselbe Prozedere auf der rechten Hirnseite. Auch hier sprechen die angepeilten Hirnregionen von Silvia sehr gut an. So, jetzt haben Sie es geschafft, Frau Lerch. Ja, juhu. Haben Sie tiptop gemacht. Danke für die gute Zusammenarbeit. Ja, danke auch. Das Laschi, wie heisst das Laschi? Ja. Der hat Ihnen schön geholfen. Ja. Wieder schauen. Wieder schauen, Herr Bohre. Firma dankt. Dankeschön. Nach über 4 Stunden werden die Sonden ins Hirn eingepflanzt, die in Zukunft die Hirnfunktionen Tag und Nacht normalisieren und ein Leben lang wirken. Geheilt ist Silvia aber nicht. Sie wird den Parkin nicht los. Da müssen wir schon mit offenen Karten spielen. Es ist eine symptomatische Therapie, es ist keine Heilung. Und es braucht dann nachher ein Medikament, vielleicht 2/3 weniger im Schnitt bei unseren Patienten. Aber auf null geht es selten. Und man spürt dann immer wieder, aber hoffentlich viel weniger. Ein halbes Jahr später besuchen wir Silvia. Wieder ist alles anders. Da, wenn der Schrank draußen ist, der blau. Silvia und Thomas ziehen um. Die beiden erfüllen sich den Traum von einem eigenen Haus zur Miete. Neuer Tatendrang und auf etwas freuen. Obwohl es müde macht, aber ja, kannst du auf etwas freuen. Kannst du? Ja, eins über. Schon seit Tagen hat Silvia mit angepackt. Immer ein bisschen, nicht zu viel. Auch der Umgang mit den Medikamenten hat sich verändert. Wie geht es dir jetzt körperlich? Ja, schon ein bisschen müde. Das erste Mal schon ein bisschen müde. Aber es ist auch gleich 11. Ah, gleich 11, genau. So. Weil ich sie aber am Morgen auch schon um 4. bis 6. genommen habe, kann ich sie jetzt auch ein bisschen früher nehmen. Und es ist einfach alle 4 Stunden. Ein Levodopa. Fertig. Wie viele Tabletten weniger musst du jetzt nehmen? 2/3. Und das funktioniert? Mhm. Und was heisst es für dich? Freiheit. Eine Freiheit und natürlich auch weniger Medikamente, weniger Belastung für den Körper, weniger Nebenwirkungen. So. Hättest du das, was wir heute machen, können durchziehen ohne die Operation? Nein, ich glaube, als wir die Operation uns entschieden haben, haben wir das kein Thema gewesen, so etwas, ein Haus. Und ich denke, wenn wir die OP nicht gemacht hätten und die Entscheidung hatten, hätten wir uns dagegen entschieden. Kurz nach der Operation fiel Silvia in ein Loch. Die falschen Medikamente wurden abgesetzt, wie sich im Nachhinein herausstellte. Danach begann das Ausprobieren. Medikamente runter, Strom rauf, streng nach Plan. Ein stetiges Ausloten und Versuchen. Eine Achterbahnfahrt, bis sie richtig eingestellt worden sei. Ich habe wieder mehr Energie. Etwa seit 2 Monaten, aber erst. Vorher war das auch noch ein bisschen deprimierend.
jetzt hast du doch den Hinschritt gemacht, jetzt müsste es doch besser gehen. Und ich hatte gleich viele so Tage, wo ich schlecht sage, schlecht beweglich war. Schmerzen hatte ich keine mehr. Aber dann habe ich den ganzen Scheiß auf mich genommen und habe nicht mehr Benefits daraus. Das hat mich dann manchmal so ein bisschen, ja. Aber nicht mehr, nein, die Löcher nicht mehr, die ich morgen nicht aufstehen wollte. Es ist eine Lebensqualität, wenn du nicht ständig Tabletten nehmen musst, ständig in die Off reinkommst. Es ist so ruhiger geworden, gemütlicher. Das Leben. Also viel massiv mehr Lebensqualität. Ja, so ist fein. So ist fein. Ja, ich mache da gerade ein bisschen Wind. Und zu dieser Lebensqualität gehört auch Armin, der 8-monatige deutsche Pinscher. Benannt nach einem Teammitglied der Lapplandreise. Er gehört inzwischen fix zur Familie. Armin gibt Silvia eine Tagesstruktur und eine Aufgabe, da sie noch nicht arbeiten kann. Hier, was machen wir? Ist auch ein neuer Anfang, ne? Ja, alles. Alles. Mit dem Hund, mit dem Haus, jetzt noch ein bisschen einrichten, aufbauen. Und was nachher geht, weiß ich gar nicht. 3 Jahre haben wir Silvia nun begleitet auf ihrem Weg mit Parkinson. Ein Weg mit vielen Hochs und Tiefs. Ein Weg, der sie prägte und der ihre Sicht aufs Leben verändert hat. Ich schaue es heute vielleicht ein bisschen anders an. Eben weil ich mich einschränken muss, muss ich anders planen. Lerne ich anders kennen vor allem. Ja. Und auch mit den Leuten in der Gruppe lerne ich so viele Leute kennen, so viele gute Leute, so viele Power. Power-Leute, die auch Power haben. Jetzt auch Tischtennis-Gruppe. Das ist wahnsinnig, das Spirit, das wir mit denen haben. Die hätte ich sonst nie kennengelernt. Ja, das ist. Ja. Wenn man das so Demut nennen kann, ist das das. Ja. Thomas meint, es sei kein Anfang, es sei ein Weitergehen auf dem Weg in Silvias Leben mit Parkinson. Hoffentlich etwas weniger steinig. Danke.